Bitte nochmal Rufzeichen wiederholen. Ja, Delta Lima 5, Sierra Alpha Mike, der Peter in Hannover. Ja, schönen guten Morgen, Peter. Das ist hier die Amateurfunkstation im Deutschen Museum in München, die täglich offiziell von 11 bis 12 Uhr besetzt ist. Manchmal auch länger, ein bisschen früher, ein bisschen später, je nachdem, wie die ehrenamtlichen Mitarbeiter hier gerade Zeit haben. Und hier ist ein kleiner Raum, in dem sind Exponate aus dem Amateurfunk ausgestellt. Und die können die Leute sich ansehen, und wer Interesse hat, der hat die Möglichkeit, hier uns Fragen zu stellen und so weiter und so fort, wie das so geht. Vielleicht ist das auch bekannt, Peter. Ja, mein eigenes Rufzeichen ist Delta Lima 5 Mike Charlie Romeo, und ich gehöre dem Ortsverein Charlie 09 an. Hallo, hört mich jemand? Ja. Wo ist denn Ihr Standort? Direkt hinter Ihnen. Hallo, Chefchen. Ich meine, Herr Doktor. Sie dürfen die Amateurfunkstation ohne gültige Lizenz nicht betreiben. Sie sind doch Funkamateur. Glänzen doch richtig auf. Ja, das kann ich machen. Eine Amateurfunkstation darf nur betrieben werden von Leuten, die eine Amateurfunklizenz haben. Amateurfunk ist ein technisches Hobby, das sich mit den Möglichkeiten drahtloser Nachrichtenübertragung befasst. Funkamateure sind Leute, die sich in ihrer Freizeit mit dem Thema Amateurfunk und mit der damit verbundenen Technik, dem Bau und Betrieb von Sendern, Empfängern mit Antennen, Messgeräten und Zubehör beschäftigen. Aha, so ist es. Okay, gut. Ja. So, nun wird aber wieder gearbeitet. In der Bücherei warten 525.630 Bücher. Jedes einzelne Buch muss abgestaubt werden. Also, zack, zack, ran an die Bücher. Ja, wie schaut es denn da schon wieder aus? Was liegt denn da alles rum? Herrschaftszeit Nummer 9, was ist denn das? Rudolf Grabau, Funkaufklärung Ost, aha, sehr interessant. Was haben wir da noch alles Schönes? Was, elektronische Kampfführung? Ja, jetzt wird es interessant. Funküberwachung, die Fernmeldegruppe der Eloka, Suchen, Peilen, Orden, Klassifizieren, Dekodieren, Funkpeiltechnik, die Fernmeldegruppe Eloka des Heeres 56 bis 90, Ja, lieber Doktor, das sieht mal verdammt nach Überstunden aus, aber nicht in Bücher abstauben, sondern in Wissensabstauben. Da müssen wir mal schön schauen. Das kann ein langer Tag werden, ein langer Lesetag. Sehr, 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 sehr lang. Mein Name ist Rudolf Grabau. Ich bin pensionierter Oberst der Bundeswehr und war tätig in der Fernmeldeelektronischen Aufklärung. Ich bin 1956 schon bei Aufstellung der Bundeswehr, unmittelbar nach dem Abitur,
zur Vermeldetruppe gekommen und bin ausgebildet worden als Vermeldeoffizier. War anschließend tätig in verschiedenen Vermeldebataillonen, zum Beispiel in Regensburg, in Neumünster und in Rothenburg, zwischen Bremen und Hamburg, und bin anschließend in die technische Entwicklung der Funkaufklärung eingestiegen, weil meine Vorgesetzten meinten, dass ich das wohl ganz gut könnte. Sehr geholfen hat mir dabei meine Ausbildung als Funkamateur, die ich schon vor der Bundeswehrzeit abgeschlossen hatte. Ich hatte das Rufzeichen, oder habe das Rufzeichen, DJ3FO, habe also meine Lizenz schon gemacht, bevor ich 18 Jahre alt war, das war damals noch so. Ich habe sehr davon profitiert, nicht nur deswegen, weil unser Eins natürlich wusste, dass man eine Empfangsantenne mit einem Stein einfach nur über einen Ast werfen musste und dann ging das schon. Aufgrund meiner früheren Tätigkeit bin ich natürlich von vielen Leuten gefragt worden, wie macht ihr das denn eigentlich? Und dabei möchte ich vor allem mit einer falschen Vorstellung aufräumen. Hier in Deutschland ist die Funkaufklärung größtenteils davon bestimmt, was man erfahren hat über die Aufklärung der Engländer nach Lösung der Enigma, nämlich der Entschlüsselung von Funksprüchen, die dann in London ausgewertet wurden und genutzt wurden, um die Lage zu gewinnen und Ziele wiederzufinden. Diese Tätigkeit ist sicherlich auch heute noch anwendbar, muss gerade heute wieder angewendet werden, aber zu der Zeit, als ich während des Kalten Krieges tätig war, hat man ganz anders gearbeitet. Man hat nämlich die Aufklärung angesetzt im Kurzwellenbereich. Aus der 80% der Ergebnisse der deutschen Aufklärung kamen. Und zwar deswegen, weil die Rote Armee ein durchgängiges weltweites Funksystem unterhielt. Das heißt also, überall nach denselben Betriebsverfahren arbeitete und auch zentral die Rufzeichen und Frequenzen zuteilte. Das war insofern besonders wichtig, dass man sich darauf einstellen konnte, dass Dinge, die man einmal erarbeitet hatte, wiederfand in neuen Funkstellen, neu erfassten Funknetzen und dann auch entsprechend auswerten konnte. Zu dem, was wir Erfassung nannten und nennen, gehören verschiedene Komponenten. Einmal die Aufnahme des Funkverkehrs mit Rufzeichen auf einer bestimmten Frequenz und Funksprüchen und gleichzeitig gesteuert von dem Horchfunker die Kommandierung einer Funkpeilbasis, die von verschiedenen Stellen im rückwärtigen Bereich diese Funkstelle anpeilte und woraus dann mit Hilfe dieser Peilwerte eine Ortung errechnet wurde. Unser Auftrag, den wir aus dem Verteidigungsministerium bekommen hatten, sagte auch, dass wir die Lage und deren Veränderung feststellen sollten. Zusätzlich haben wir uns bemüht, die indikativen Sachverhalte zu sammeln, die gegebenenfalls auf eine Angriffsvorbereitung des potenziellen Gegners sich anzeigten. Es gab einen Katalog von Indikationen,
insgesamt waren es, glaube ich, 70 oder sowas, die zur Alarmierung der Bundeswehr oder auch der NATO hätten beitragen können. Nämlich wenn 7 von diesen Aktivitäten von uns erfasst worden wären. Das ist in den 25 Jahren, in denen ich in diesem Bereich tätig war, nicht ein einziges Mal erforderlich geworden. Unsere Aufklärung richtete sich gegen die Kurzwellenverbindungen. Das ist völlig anders, als es heute wäre, denn die Kurzwelle hatte ja seinerzeit eine erheblich größere Bedeutung, vor allem für die Sowjetarmee, die über große Entfernungen Kommunikation betreiben musste. Unsere Aufgabe wurde merkwürdigerweise vereinfacht dadurch, dass die Sowjetarmee weltweit überall dieselben Betriebsverfahren anwandte und außerdem ein Rufzeichensystem, das weltweit Gültigkeit hatte. Das war alle paar Tage zu einem Frequenz- und Rufzeichenwechsel führte und 4-mal im Jahr auch zu einem grundlegenden Wechsel aller betrieblichen Parameter. Aber Veränderungen auf jeden Fall sehr schnell erkennen konnte. Außerdem war es natürlich nicht zu vermeiden für einen Funker, dass er sich mal irrte. Und in dem Augenblick, wo jemand nach einem Wechsel des Rufzeichens plötzlich das alte Rufzeichen verwendete, war natürlich ein Goldkörnchen für uns, denn es ermöglichte sofort das Wiedererkennen eines Netzes in einem Gesamtsystem. Unsere Horchfunker nahmen natürlich nicht nur die Rufzeichen und die Sprüche auf, die übermittelt wurden, sondern notierten auch alle Besonderheiten, die also vorkamen und die ihnen berichtenswert erschienen. Also zum Beispiel die Gehbeweise des Funkers, die Anwendung von Q-Gruppen, die Ankündigung des Frequenzwechsels. Außerdem gab es einen speziellen Betriebscode, der einfach lösbar war, der die betrieblichen Veränderungen im Netz bewirkte. Etwas anders musste man natürlich bei Richtfunkverbindungen an die Erfassung herangehen, weil es dabei darauf ankam, erstens mal das Multiplex-Verfahren, also zum Beispiel die verschiedenen nebeneinander gelegten oder hintereinander übertragenen Übertragungskanäle aufzunehmen. Dabei wurde nicht nur das Verfahren analysiert, sondern dann musste man schon an die Inhalte heran, denn Richtfunksysteme wurden natürlich von verschiedenen Nutzern verwendet, die eine unmittelbare Zuordnung zu einer Dienststelle nicht ermöglichten. Noch anders war die Vorgehensweise bei der Erfassung von Radarsignalen. Radarsignale sind ja charakterisiert durch bestimmte technische Parameter, nämlich einmal die Sendefrequenz, zum anderen die Impulsfolgefrequenz, die Pulsweite und auch das Abtastverfahren, zum Beispiel bei einem rundsuchenden Radar, wird der Empfänger immer nur in großen Abständen, Zeitabständen erfasst. Dieses führte dann dazu, dass man natürlich auch wieder versuchte, den Ort des Radargerätes festzustellen und anhand der Charakteristika zu sagen, ist das ein Rundsuchgerät der Luftabwehr, ist das ein Feuerleitgerät oder ist das ein Gerät zur Gefechtsfeldüberwachung. Die Erfassungsdaten werden einer aktuellen Auswertung zugeführt, in der man zunächst einmal versucht, die Signalquelle zu klassifizieren, also zu bestimmen, welche Art es ist.
Zum anderen natürlich aufgrund von bereits früheren Erfassungsergebnissen tatsächlich festzustellen, wer hat eigentlich wo was gemacht. Aufgrund der in jüngster Vergangenheit veröffentlichten Sachverhalte über die Tätigkeit der NSA und die gegenseitige Überwachung der Staaten mithilfe der Funkaufklärung und anderer Quellen, ist man natürlich leicht geneigt, diese Tätigkeit, über die ich hier berichtet habe, als Spionage zu bezeichnen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass es eigentlich im Grunde genommen genau dasselbe ist, als wenn man eine Fernsehsendung empfängt oder ein Radio einschaltet. Es sind elektromagnetische Wellen, die jedem frei zugänglich sind. Es ist nur die Frage, mit welcher Zielorientierung diese erfasst und abgehört oder geortet werden. Wir haben es also so gesehen, dass wir damit keine Spionage betrieben haben, sondern von unserem Territorium aus, also von der Bundesrepublik aus, Signale zu erfassen, die jeder auch sonst hätte erfassen können. Nur wir haben mit diesen Daten natürlich zielgerichtet dafür zu sorgen versucht, dass Überraschungen nicht stattfanden und dass wir die Lage der damals gegnerischen Streitkräfte relativ zeitnah und sehr verlässlich ermittelt haben. Natürlich haben wir unsere Ergebnisse streng geheim gehalten, vor allem die Grundlagen, nach denen wir ausgewertet haben. Dieses ist auch im internationalen Bereich üblich und lässt sich auch nicht vermeiden, denn man will ja nicht, dass der Gegner weiß, auf was die Aufklärung der Gegenseite besonders achtet. Die Quelle, die man dort erschlossen hat, sich sofort schließt in dem Augenblick, wo derjenige, dem diese Quelle gehört, weiß, was daraus an Erkenntnissen gewonnen wird. Heute ist das natürlich etwas anders, deswegen, weil die Kurzwelle nicht mehr benutzt wird. Das heißt, man kann nicht auf große Entfernung Funknetze oder Kommunikationsübertragungen verfolgen. Und zum anderen ist es so, dass heutzutage eben die Inhalte wieder an Bedeutung gewinnen, die man aufnimmt und auswertet, weil anhand der äußeren Merkmale, beispielsweise des Handys, das benutzt wird, nicht erkennbar ist, wer dieses ist, es sei denn, man kennt seine Telefonnummer. Elektronische Kampfführung ist ein Oberbegriff für Funkaufklärung, für Stören, für Schutzmaßnahmen gegen den elektronischen Kampf. Wir haben uns vorzugsweise mit der Fernmelde elektronischen Aufklärung beschäftigt, aber haben auch gestört. Wir hatten einen Störsender, der innerhalb von Millisekunden eine neue Funksendung im gesamten Frequenzbereich erfasste
und dann anschließend störte, und zwar insgesamt für maximal 4 Kanäle in diesem Frequenzbereich. Das Heer hatte insgesamt etwa 5000 Soldaten im Einsatz, nicht nur im Einsatz, sondern in der Ausbildung, die zu meiner Truppengattung, der Fernmeldetruppe elektronische Kampfführung, gehörten. Es gab eine Zentralauswertung in Daun. Es gab insgesamt 3 Bataillone für elektronische Kampfführung im Norden, in der Mitte und im Süden der Bundesrepublik. Und es gab zusätzlich für alle Teilstreitkräfte 7 grenznahe Stellungen, die in Luftwaffenoberhoheit waren, und 3, die in dem Heer gehörten, die an der Grenze zur DDR und zur GSSR Richtfunk und Radar und auch natürlich Sprechfunk aufgenommen haben. Etwa die Hälfte dieser grenznahen Einsatzstellungen existiert inzwischen nicht mehr. Nur einige stehen noch und werden anderweitig genutzt. So zum Beispiel der Turm F im Bayerischen Wald in der Nähe von Bad Kötzting. In diesem von ehemaligen Angehörigen des Fernmeldesektor F sind in dem Museum etliche der früher dort betriebenen technischen Einrichtungen vorführbereit und können auch im Betrieb besichtigt werden. Ja, hallo, wir stehen hier am Hohen Bogen, heißt jetzt in dritter Instanz. Genau. Neben mir steht der Michael, der die ganze Anlage erworben hat. Was macht man mit so einem Bauwerk? Was führt einen dazu, sich sowas zu kaufen? Ja, die Frage haben schon viele gestellt. Die Anlage war mal als Jugendlicher eigentlich nicht so bekannt, weil man das ja wie die Kirche vor Ort jeden Tag sieht. Und erst bei einer Wanderung bei Privaten sind wir vorbeigewandert und dort ist das Gespräch gekommen, dass man diese Anlage erwerben kann. Und als junger Mann oder Jugendlicher haben wir dann die ersten Gedanken gehabt, was könnte man mit einer solchen Anlage machen? Und da hat es verschiedene Überlegungen gegeben, gastronomisch, touristisch, aber auch zu Forschungszwecken, diese Anlage zu entwickeln. Es war relativ schwierig am Anfang eine Nutzung auch genehmigungsfähig zu machen, weil halt das militärische Baurecht empfohlen ist. Und wir haben uns jetzt über die Jahre Anstrengungen gemacht, dass wir eine erste Nutzung durchführen können. Das ist jetzt hinter mir der Hauptturm. Den haben wir als Aussichtsplattform umgebaut 2014 und läuft dieses Jahr erstmalig komplett durch.
haben wir jetzt 7 Tage in der Woche geöffnet und da kann also der Besucher hochsteigen und die schöne Aussicht vom Bayerischen und Tschechischen Wald genießen. Seit den 50er Jahren ist der Hohe Bogen auch militärisch genutzt. Anfänglich von den Amerikanern. 1967, 64 kam auch die Bundeswehr dazu und in den Anfang 70er Jahren auch die französischen Streitkräfte. Der Hohe Bogen war zu seiner Zeit ein Abhörstandort, weil man halt hier sehr exponiert oben ist und sehr gut in die tschechische Tiefebene sozusagen horchen konnte. Nach dem Ende des Kalten Krieges haben die militärische Nutzung natürlich auch die Wichtigkeit des Standorts verloren. Für die Amerikaner war der Abzug dann 1992, die Franzosen ein Jahr später, 1993. Und die Bundeswehr hat eine Umstellung gehabt von dem aktiven Betrieb in eine Ausbildung 1998. Und letztendlich, der Standort wurde dann 2003 aufgegeben, weil man natürlich östliche NATO-Verbündete gehabt hat, wo man Ähnliches leichter aufklären konnte. Hier haben wir den Eingang zum ehemaligen Bunkerbereich, den wir jetzt beschreiten. Das war der einzige Zugang zum Hauptturm und auch zu den Nebengebäuden. Wenn hier der Katastrophenfall ausgerufen würde, wäre hier der einzige Zufluchtsort am Wert gewesen, was den ersten Einschlag überlebt hätte. Jetzt machen wir den Bunker auf. Der ist Standardbunker der Bundeswehr, BW-50. Hier wären die Notliegen gewesen. Der Bunker, wie auch die ganze Anlage, ist so 365 Tage, 24 Stunden im Jahr betrieben worden. Hier haben wir den Atomfilter. Wenn also der Strom ausgefallen wäre, könnte man diesen auch per Hand betreiben. Die ganze Anlage ist auch autark ausgelegt gewesen. Wir haben also nicht nur ein öffentliches Netz, sondern auch über 1 Megawatt Stromleistung, die man selber erzeugen konnte, über Dieselaggregate. Auch die Wasserzuführung ist mit eigener Quellversorgung gesichert. Also die ganze Anlage war autark ausgelegt.
morning, good afternoon, good evening, wherever you may be listening. This is shortwave 6070 kHz in the 49 meter band and you are listening to Radio DARC. Ja, hallo, mein Name ist Rainer Englert. Mich kennen die Funkamateure unter dem Rufzeichen Delta Fox 2 November Uniform. Und ich bin der Vorsitzende des DARC-Ortsverbandes München Süd, Charlie 18. Also ich war von 1981 bis 1984 bei der Bundeswehr und dort bei der elektronischen Kampfführung tätig. Die elektronische Kampfführung hatte mehrere Segmente. Einmal war das die Radarüberwachung oder die ELO-Erfassung. Dann ein zweiter Bereich waren die Störmaßnahmen, elektronische Gegenmaßnahmen. Und ein dritter Bereich die Fernmeldeaufklärung. Ja, was haben wir damals abgehört? Es wurden verschiedene Bereiche überwacht. Wir hatten einmal das Thema Flugfunküberwachung, dann gab es natürlich das Ganze im Heer, also in den Landstreitkräften und auch in der Marine. Das wurde von der Ostsee aus durchgeführt. Es wurden militärische Funkverkehre überwacht, es wurden zivile Funkverkehre überwacht, Funkverkehre zwischen Standortdiensten und da wurden verschiedene Erkenntnisse daraus gewonnen. Welche Erkenntnisse wurden daraus gewonnen? Ja, beispielsweise allein die Tatsache, dass ein Funkverkehr vorhanden war, lässt der Rückschlüsse darauf zu, was da geübt wurde. Also handelt es sich um einen Panzerverband, handelt es sich um einen Artillerieverband oder eine Luftwaffeneinheit. Das kann man ja allein durch den Standort, wo kamen die Funkverkehre her, herausfinden und natürlich auch an den Gesprächsinhalten. Ein Beispiel, wir haben Standortfunkverkehre abgehört, das sind also Funkverbindungen zwischen den Verwaltungen der Kasernen. Da wurden Essen angefordert, also Portionen, Fleisch, Käse, was auch immer. Und man konnte dann Rückschlüsse darauf ziehen, wie viele Leute sind dort tätig, also wie viele Leute sind dort zu verpflegen. Oder natürlich Treibstoffanforderungen. Und da konnte man Rückschlüsse ziehen, wie viele Fahrzeuge werden bedient, gibt es Knappheit an Treibstoffen, ist ausreichend vorhanden, wie schwierig ist es, an Treibstoff zu kommen. Das war ja in Ostblockstaaten oft nicht so einfach, Anforderungen zu stellen. Wie viele Ersatzteile sind erforderlich? Wie hoch ist die Ausfallwahrscheinlichkeit von Fahrzeugen? Das waren alles so Erkenntnisse, die aus den Funkverkehren abgeleitet wurden. Die elektronische Kampfführung war in den 80er Jahren von enormer Wichtigkeit, weil es war eine ganz wesentliche Quelle der Erkenntnisse. Und das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass es Jahre gab, wo 30% des Verteidigungshaushaltes in dieses Projekt geflossen ist. Man kann sich immer ungefähr vorstellen, es gab damals etwa 80 Milliarden D-Mark an Budget und von diesen 80 Milliarden wurden also etwa 25 für elektronische Kampfführung ausgegeben. Das lässt also doch erahnen, wie der Stellenwert dieser ganzen Sache war. Also die elektronische Kampfführung bei der Bundeswehr in den 80er Jahren war unterteilt in zwei Hauptbereiche. Wir hatten einmal die Kurzwellenerfassung und einmal die VHF-URF-Erfassung. Die Kurzwellenerfassung war in Daun in der Eifel. Das ist natürlich deswegen, weil die tote Zone auf Kurzwelle da ist und weil man einen gewissen Abstand zur Grenze brauchte. Zwischen Daun und der DDR-Grenze waren es ungefähr 300 Kilometer. Während die VHF-URF-Erfassung, die war direkt an der Grenze. Es gab mehrere Standorte, einen in Kötzding im Bayerischen Wald, einen in Hof, einen in der Nähe von Fulda. Und dann gab es noch zwei Standorte in Norddeutschland, im Harz und in der Nähe von Kiel. Und diese Beobachtungstürme waren damit beschäftigt, VHF-URF-Funkverkehre zu erfassen. Wir hatten damals schon sehr, sehr moderne Technik zur Verfügung für die dortigen Verhältnisse. Wir hatten Kreisgruppenantennen, mit denen man breitbandig den ganzen Frequenzbereich von 30 MHz bis in den Gigahertz-Bereich erfassen konnte. Wir hatten Mehrfacherfassungsanlagen,
damals mit Tonbandgeräten oder Kassettenrekordern, die in der Lage waren, 200 Sprachkanäle gleichzeitig aufzuzeichnen. Die wurden hauptsächlich für Richtstrecken eingesetzt, wo Telefonverkehre beobachtet wurden. Und dann gab es noch den Bereich ELO-Aufklärung, also Radargeräte, die wurden dann erfasst. Es gab also Wetterradare, Zielerfassungsradare, Artillerieradare, die wurden dann mit entsprechenden Parabolspiegeln erfasst und die Signale ausgewertet. Also ich möchte noch mal ein Beispiel anführen. Es wurden ja zum Beispiel auch Betriebsfunkkanäle abgehört im 2-Meter-Band. Und das war interessant, zum Beispiel Wasserwerke. Die wurden ja beordert zu irgendwelchen Störungen. Da waren irgendwelche Wasserrohrbrüche, da waren irgendwelche Versorgungsstörungen, irgendwelche Pumpenausfälle. Es ist ja zum Beispiel sehr wichtig zu wissen, wie stabil ist eigentlich die Infrastruktur in dem Land. Wie häufig gibt es Störungen im Stromnetz, wie häufig müssen Reparaturtrupps ausrücken. Das gibt ja auch dann letztlich Rückschlüsse auf die Wehrfähigkeit. Und es war eine wichtige Erkenntnisquelle in der elektronischen Aufklärung. Im Bereich der Radarerfassung gab es das sogenannte Fingerprint-Verfahren. Das bedeutet, man konnte ein Radargerät nicht nur vom Typ, sondern auch individuell erkennen, wie ein Fingerabdruck. Dazu wurden das Einschwingverhalten des Senders, die Impulsbreite, die genaue Frequenz, die Frequenzabweichungen, solche Parameter erfasst und konnte jedes einzelne Gerät identifizieren. Es war zum Beispiel möglich zu sagen, das ist ein Wetterradar, das ist ein Radar, das für die Artillerie dient, es ist ein Zielerfassungsradar und konnte es einzelnen Maschinen zuordnen. Und wenn dann ein Gerät neu war, musste man das natürlich erst analysieren und eben zuordnen zu irgendeinem bestimmten Funktionszweck. Und damit konnte man bei Wiederauftauchen sofort wissen, es gehört in diese Einheit, es gehört für diesen Verwendungszweck. Also die Arbeit war damals sehr, sehr geheim. Das bedeutet, jeder, der dort in diesem Bereich arbeiten wollte oder arbeiten musste, wurde einer intensiven Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Man wurde vom militärischen Abschirmdienst und vom Bundesnachrichtendienst überprüft, ob man politisch zuverlässig ist. Und zum Beispiel meine eigenen Eltern wussten nicht genau, was ich da eigentlich mache. Also vor 10 Jahren wäre es völlig undenkbar gewesen, dass man hier über diese Sache öffentlich berichten hätte dürfen. Das war alles hochgeheim. Wir hatten die modernste Technik zur Verfügung, die damals eigentlich verfügbar war auf dem Markt. Beispielsweise gab es in den 80er Jahren schon eine Art E-Mail-System. Wir konnten uns elektronische Nachrichten schicken, verschlüsselt, von Standort zu Standort. Wir hatten Vorverstärker zur Verfügung, die mit extrem niedrigen Rauschzahlen geglänzt haben, also so 0,2 dB. Das ist selbst für heutige Verhältnisse sind es Spitzenwerte. Die waren damals für sehr, sehr viel Geld exklusiv für uns verfügbar.